Basenbad-Vergleich. Die besten Badesalze im Test. Basenbäder-Kaufberatung. So wählen Sie das richtige Produkt aus dem Basenbäder-Vergleich. Willkommen bei Bewertungen, Ratschlägen und Tipps. Ich habe diese Bewertung basierend auf meiner persönlichen Forschung und Meinung. Ich versuchte sie basierend auf ihrem Preis, ihrer Qualität und mehr. Das Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen in Ihrem Körper ist ein wichtiger Aspekt für Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit. Deshalb ist es wichtig, den Organismus regelmäßig zu entsäuern, auch Säuren durch die Haut abzugeben. Finden Sie mit Hilfe unserer detaillierten Produkte das Basenbad, das zu Ihnen und Ihrer Haut passt. Wir haben für Sie die wichtigsten Inhaltsstoffe und Wirkungen offengelegt und verglichen. So erfahren Sie unter anderem, welche Produkte besonders hautverträglich und wirksam sind und warum Sportler auf jeden Fall zu einem Basenbad mit Magnesium greifen sollten. Überzeugt hat uns hier besonders das Modell Weltecke basisches Badesalz mit seinen Eigenschaften. Ein Bad in basischen Salzen bringt gesundheitliche Vorteile auf verschiedenen Ebenen. Während sich Ihre Muskeln im warmen Wasser entspannen können, sorgt der Badezusatz für die Entsäuerung Ihres Körpers. Optimal ist dafür ein pH-Wert von über 8, damit die Säure und der Lack durch den entstandenen osmotischen Druck über die Haut nach außen geleitet werden. Zu den festen Bestandteilen im basischen Badepulver zählen neben Natrium auch andere natürliche Salze und Mineralien. Einige Produkte enthalten verpulverte Edelsteine, die versprechen, wirksam für eine reine Haut zu sein. Wenn Sie viel Sport treiben, sollten Sie sich für ein Basenbad mit Magnesium entscheiden. Ein Basenbad ist eine zeitintensive Form der Körperpflege. Bis die Osmose einsetzt, können bis zu 2 Stunden vergehen. Achten Sie außerdem darauf, dass das Badewasser nicht wärmer als 38 Grad Celsius ist und nehmen Sie während des Bades genügend Flüssigkeit zu sich. Der menschliche Organismus besteht zu über 60% aus Wasser. Ein stabiler und gesunder Flüssigkeitshaushalt im Körper ist essentiell, um lebensnotwendige Vitalfunktionen aufrechtzuerhalten. Durch Stress kann ein Ungleichgewicht im Säure- und Basengehalt im Körper entstehen. Das Resultat: unreine und trockene Haut, Pusteln und Mitesser sowie Krampfadern und Zellulite. Deswegen ist es umso wichtiger, Ihren Körper von Zeit zu Zeit zu entsäuern. Das Gute daran: es kostet Sie absolut keine Anstrengung. Lehnen Sie sich im warmen, wohltuenden Badewasser zurück und entspannen Sie sich, während das basische Badesalz die Arbeit für Sie übernimmt. Durch das Basenpulver wird der pH-Wert im Wasser erhöht. Es entsteht ein sogenannter osmotischer Druck, der Säuren und Schlack im Körper freisetzt und durch die Haut entzieht. Säuren und Schlack werden also beim Baden über die Haut ausgeschieden. Die Basenbadwirkung bei regelmäßiger Anwendung kann sich sehen lassen. Die Haut wird spürbar glatter und straffer, weniger Zellulite und Krampfadern, Muskelentspannung vor allem für Sportler. In unserem Basenbadvergleich verraten wir Ihnen, welche Marken und Hersteller qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Wir vergleichen Basenpulver in den Kategorien Hautverträglichkeit und Wirkung. Außerdem erklären wir Ihnen, wie ein Basenbad funktioniert und wie die basischen Salze am effektivsten angewendet werden. So finden Sie garantiert das beste Basenbad für Ihre Bedürfnisse. Unter osmotischem Druck wird im weitesten Sinne der Konzentrationsausgleich von Flüssigkeiten bezeichnet. Am Beispiel Basenbad entsteht eine Osmose dann, wenn das Wasser in der Badewanne denselben Konzentrationshaushalt wie die Flüssigkeit im Körper annimmt. Das Ergebnis wird auch als isotonischer Zustand bezeichnet. Basenbad-Inhaltsstoffe. Das größte Organ des menschlichen Körpers ist die Haut. Sie fungiert sowohl als Schutzschicht als auch als Kontaktstelle gegenüber äußerlichen Einflüssen der Umwelt. Eine strahlende, gesunde Haut verrät viel über ihren allgemeinen Gesundheitszustand. Ein Basenbad schützt die Haut vor einer chronischen Übersäuerung und regt die Haut, als größtes Ausscheidungsorgan, dazu an, Säuren, Schlack und andere Giftstoffe aus dem Körper zu leiten. Die Liste der Inhaltsstoffe im basischen Badesalz mag auf den ersten Blick ungewohnt und nahezu abschreckend wirken. Bezeichnungen wie Natriumhydrogencarbonat,
Chrysopras und Chalcedon gehören jedoch zu den festen Bestandteilen des basischen Badesalzes und sind vollkommen unbedenklich. Hinter den Fachbegriffen verbergen sich meist eine dieser zwei Substanzen, die die Grundlage jedes Basenbades bilden. Salze, oft Natrium und natürliche Mineralien, zur Neutralisierung und Aufnahme ausgeschiedener Säuren. Feingemahlene Mineral- und Edelsteine für die Schwingungsresonanz bei der Schlackbeseitigung, um Ihnen die gängigsten Bestandteile von Basenbädern näher zu bringen, haben wir die wichtigsten Inhaltsstoffe mit den dazugehörigen Bezeichnungen und Eigenschaften zusammengestellt. Natrium. Natriumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat, Natriumchlorid, Sodium. Gelangt vorwiegend durch Kochsalz in unseren Organismus, Natrium bindet Wasser, das unterstützt die natürliche Entschlackung. Natürliche Salze. Mares Cell, Kristallsalz, Meersalz, Soda, Mineralsalz, Sodium Carbonate, Sodium Bicarbonate, hohe biologisch-energetische Wirkung, enthält viele wichtige Mineralstoffe für die Haut, Beispiel Calcium, Magnesium, Mangan, Kalium, Kupfer und Eisen, entzieht überflüssigen Schlack aus dem Bindegewebe. Edelmineralien, Saphir, Bergkristall, Jaspis, Citrin, Rhodochrostit, Chalcedon, Lapislazuli, Amethyst, enthalten das chemische Element Silizium, in Sauerstoffverbindung, Siliziumdioxid, welches wichtig für den menschlichen Organismus ist, binden Feuchtigkeit und sorgen somit für ein straffes, elastisches Hautbild, beinhalten wichtige Mineralien wie Eisen, Kupfer und Schwefel, versorgen Hautzellen mit Nährstoffen für die Hautregenerierung. Einige Basenbäder enthalten Duftstoffe, die dazu dienen, eine beruhigende Atmosphäre während des Bads zu kreieren. Synthetische Duftstoffe können jedoch ihre Schleimhäute reizen und sollten keinesfalls in die Augen gelangen. Ätherische Öle sind eine gute Alternative zu Duftstoffen. Wir haben für Sie die Vor- und Nachteile von Duftstoffen in basischen Badesalzen zusammengefasst. Vorteile: Wohltuender Duft für mehr Entspannung. Nachteile: Chemische Duftstoffe können die Schleimhäute reizen, in einigen Fällen können sich Allergien entwickeln, für Kinder absolut ungeeignet. Für ein ideales Ergebnis zählt neben der richtigen Dosierung und der Badedauer auch die Wassertemperatur. Zum Baden sollten Sie deswegen mindestens 1 bis 2 Stunden Zeit einplanen. Denn, bis die Osmose vollständig abgeschlossen ist, kann es etwas dauern. Die meisten basischen Badesalze sprechen eine Dosierempfehlung auf der Verpackungsrückseite aus. Trotzdem sollten Sie immer darauf achten, dass das Badewasser einen pH-Wert von mindestens 8 Picohenry hat. Basenbadtests bestätigen: Sie erzielen die effektivste Wirkung mit einem Basenbad mit einem pH-Wert zwischen 8,5 und 9,0 Picohenry. Auch die richtige Temperatur ist ein wichtiger Faktor, um ein möglichst wohltuendes und entspannendes Basenbad zu genießen. Testen Sie die Wassertemperatur, bevor Sie in die Wanne steigen. Sie haben auch die Möglichkeit, während des Badens frisches Wasser hinzuzufügen. Denken Sie dann aber daran, auch Basenpulver nachzuschütten, damit das Verhältnis von Wasser und Badezusatz erhalten bleibt. Worauf Sie sonst bei einem Basenbad mit Natron achten sollten, erfahren Sie hier. Richtige Dosierung. Ganz gleich, was die Anwendungsempfehlung des Herstellers besagt, Sie sollten immer so viel Basenzusatz in das Wasser tun, bis ein pH-Wert von mindestens 8 erreicht ist. Viel trinken. Stellen Sie sich am besten eine Flasche Wasser mit an die Badewanne. Auch basischer Tee eignet sich gut als Durstlöscher beim Baden. Nehmen Sie sich bewusst Zeit, um einfach mal abzuschalten. Stellen Sie Ihr Handy auf Flugmodus, greifen Sie zu Ihrem Lieblingsroman oder lassen Sie wohlklingende Musik im Hintergrund laufen. In den seltenen Fällen von Kreislaufproblemen beim Baden sollten Sie für Ihre eigene Sicherheit jemanden darüber informieren, dass Sie baden gehen und gegebenenfalls die Tür nicht hinter sich verriegeln. Zu oft baden. Vor allem am Anfang sollten Sie nicht mehr als 1 bis 2 Mal pro Woche ein Basenbad nehmen. Mit zeitlicher Begrenzung baden. Da die Wirkung der Osmose längere Zeit auf sich warten lassen kann, sollten Sie entspannt und ohne Zeitdruck in die Wanne steigen. Stress und Angespanntheit sind auf keinen Fall förderlich,
wenn Sie Ihren Körper von Säuren und Schlacken befreien möchten. Zu heiß baden. Nur um lange etwas von dem warmen Badewasser zu haben, sollten Sie keinesfalls in zu heißes Wasser steigen. 35 bis 38 Grad Celsius sind vollkommen ausreichend, um eine ideale Wirkung zu erzielen. Ätherische Öle hinzufügen. Künstliche Duftöle und ätherische Öle haben im Basenbad nichts zu suchen. Wenn Sie Ihren Geruchssinn beim Baden stimulieren möchten, können Sie sich beispielsweise ein Räucherstäbchen anzünden oder eine Aroma- oder Duftlampe ins Badezimmer stellen. Auch auf synthetische Badezusätze für mehr Schaum sollte verzichtet werden. Nach dem Baden duschen. Auch wenn es fast normal scheint, sich nach dem Baden noch einmal abzuduschen, sollten Sie nach einem Basenbad das basische Wasser natürlich in Ihre Haut einziehen lassen. Einen basischen Badezusatz können Sie im Handumdrehen selber machen. Die Grundzutaten Natron und Calcium sollten dabei keinesfalls fehlen. Manche denken bei Basenbad selber machen an Backpulver als Alternative zu Natron. Wir empfehlen Ihnen jedoch, das Salzmineral in der puren Form zu kaufen. In der Regel benötigen Sie für ein Vollbad 100 bis 150 Gramm der Natron-Calcium-Mischung. Das Mischverhältnis in der Wanne ist unter anderem davon abhängig, wie der Wasserwert in Ihrer Umgebung ist. Bei kalkreichem Wasser genügt weniger Natron aus, um den Idealwert von 8 bis 9,5 Picohenry zu erreichen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihrem Badezusatz außerdem noch verschiedene natürliche Salze hinzufügen. Besonders Meersalz, Himalaya-Salze und Kristallsalz eignen sich hervorragend als Bestandteil von Basebädern und reinigen die Haut und Poren. Doch Vorsicht, zu viel Salz kann die Haut austrocknen und spröde Hautpartien hinterlassen. Tipp: Mithilfe eines pH-Messgeräts oder eines pH-Teststreifens können Sie sofort überprüfen, ob Ihr Badewasser den gewünschten Wert von 8 bis 9,5 Picohenry erreicht hat. Bisher hat die Stiftung Warentest noch keinen Basenbadtest herausgebracht. In einem umfangreichen Pflege- und Schaumbädertest, 12/2011, weist das Verbraucherinstitut jedoch auf die Wirkung von ätherischen Ölen in Badezusätzen hin. Wenn der Körper übersäuert, wird es für das Bindegewebe zunehmend schwieriger, Wasser zu binden. Das Ergebnis: Die Haut wird schlaff und Zellulite kann entstehen. Jedoch ist ein Basenbad nur indirekt am Gewichtsverlust beteiligt. Obwohl das entschlackende Bad in der Schönheitsindustrie als wahres Wundermittel beim Abnehmen gefeiert wird, wirkt eine Basenkur nur unterstützend bei einer gesunden Ernährung und Bewegung. Sollten Sie keine Badewanne zur Verfügung haben, können Sie auf ein Basenbad für die Füße oder basische Wickel zurückgreifen. Bei einem Basenbad für die Füße benötigen Sie ein größeres Gefäß, wie zum Beispiel einen flachen Eimer, den Sie mit warmem Wasser befüllen. Anschließend dosieren Sie das Basenpulver entsprechend der Wassermenge und warten Sie, bis es sich vollständig in der Flüssigkeit aufgelöst hat. Ein basisches Fußbad dauert in der Regel nicht so lange wie ein Basenvollbad. 20 bis 30 Minuten reichen aus. Mit einem Blick auf die vielen Bewertungen und Erfahrungsberichte, die in unterschiedlichen Foren in Bezug auf ein Basenbad vorliegen, wird deutlich, dass Nutzer überwiegend positive Basenbaderfahrungen haben. Die meisten berichten von einem weichen und geschmeidigen Hautgefühl nach der Anwendung. Außerdem hilft der grundlegende Badezusatz nachweislich gegen Hautunreinheiten, vorwiegend am Rücken sowie am Dekolleté und an den Armen. Weibliche Basenbader weisen auch darauf hin, dass ein regelmäßiges Basenbad gegen Zellulite hilft. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über die besten Produkte erfahren möchten, finden Sie unten in der Videobeschreibung alle Links. Sie werden weitergeleitet. Sind Sie begeistert? Ich freue mich sehr über ein Abo. Wenn Sie die Glocke drücken, dann verpassen Sie kein Video.